Shannon Doherty und ihr schwerer Kampf gegen den Krebs. Warum sich nicht alle über Sienna Millers zweite Schwangerschaft freuen? Und Revolverheld rockt wieder. Brisant prominent. Shannon Doherty, eine starke Frau, die sich aber auch mit ihrer Geschichte für einen ja sehr öffentlichen Weg entschieden hat. Und Sie sehen sie, Susanne Kleen ist heute bei mir, ich freue mich sehr. Was meinst du denn, ist dieser öffentliche Weg die richtige Wahl? Auf jeden Fall, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber macht sie denn auch Fehler in dieser Geschäftstaktik, die sie da... Jede Schlagzeile. Und da ist ein bisschen traurig, dass ihre so starke Botschaft und ihre wichtige Botschaft auch damit überlagert. Kommen wir jetzt zu einer schönen Nachricht, wie ich finde. Mhm. Sienna Miller ist wieder schwanger. Eine Stilikone, absolut, wie ich finde. Mit 41 Jahren. Und das ist genau das Thema. Eigentlich eine große Freude. Nur viele verurteilen sie auch dafür, weil sie eben zu alt scheint. Wie siehst du das? Unerhört finde ich das. Das muss ich ein Baby bekommen. Also ist diese Debatte eigentlich gar nicht zeitgemäß, oder? Überhaupt nicht. Ja. Die Medizin hat sich doch viel mehr entwickelt. Auch spätere Schwangerschaften können viel besser betreut werden. Frauen können... Um Gesundheit geht's auch. Matthew Perry ist ja Ende Oktober gestorben. Mit der Serie Friends, Sie kennen ihn, wurde er berühmt. War aber auch viele Jahre drogensüchtig. Zuletzt galt er auch als clean. Mhm. Und jetzt wurde aber die Todesursache bekannt gegeben. Genau, und da spielt Kitta. Vielen Dank, Susanne Kleen. Gerne. Susanne und ich, wir singen jetzt lieber nicht, aber Sie kennen auf jeden Fall die Songs Halt dich an mir fest und Ich lass für dich das Licht an. Die kommen nämlich von der Band Revolverheld. Seit 20 Jahren machen sie schon Musik zusammen und jetzt war mal Zeit für eine kleine Veränderung und zwar eine musikalische und die hat mit ihren Wurzeln zu tun. Vielen Dank. Sehr gut. Ich danke dir.